Ah, Rom und das Römische Reich, der Senat und die Legionen, Aquädukte, Amphitheater und Arenen. Jeder kennt das, jeder hat Bilder davon vor Augen. Klingt eigentlich nach dem perfekten, offensichtlichen Stoff für Videospiele, möchte man zumindest meinen. Doch tatsächlich scheint das antike Setting abseits von Assassin's Creed oft eher wie die Westernfilme im Kino zu sein, tendenziell Kassengift. Dementsprechend selten sind wir in Spielen tatsächlich mal im antiken Italien unterwegs. Doch verzagt nicht, mit Expedition Rome gibt's jetzt ein schickes neues Taktikrollenspiel, das euch auf Umwegen tatsächlich dorthin führt, wo alle Wege hinführen, nämlich nach Rom. Expedition Rome ist, wie gesagt, ein Taktik-Rollenspiel. Das heißt in diesem Fall, dass ihr Rundenkämpfe aus einer isometrischen Ansicht von oben austragt. Dabei führt ihr eure Hauptcharaktere und mehrere Begleiter in die Schlacht. Die wiederum rüstet ihr wie in einem Rollenspiel mit Gegenständen und Kleidung aus. Außerdem levelt ihr mit ihnen und investiert die gewonnenen Fertigkeitspunkte in neue Fähigkeiten. Zwischen den Missionen redet ihr mit euren Begleitern und anderen NPCs, denen ihr in der Welt und während der übergreifenden Rahmenhandlung begegnet. Das sind meist fiktive Charaktere, manchmal aber auch berühmte Personen der Geschichte wie Cicero oder Gaius Julius Caesar. Wer sich mit Geschichte auskennt, weiß nun auch schon, dass Expedition Rome im Endstadium der Römischen Republik angesiedelt ist, also so etwa 70 Jahre vor Christi Geburt. Ganz ähnlich wie die Fernsehserie Rome von HBO verwebt das Spiel dabei echte Geschehnisse und Entwicklungen mit fiktiven, um euch einerseits eine neue Story zu erzählen, aber gleichzeitig auch die historische Geschichte aufleben zu lassen. Das Spiel selbst startet dann aber erstmal mit eurer Flucht aus Rom. Euer Vater ist nämlich ermordet worden und ihr sucht nun Zuflucht bei einem Freund der Familie, dem Konsul Lucullus, der gerade auf der griechischen Insel Lesbos Piraten bekämpft. Ihr dürft übrigens bei Spielbeginn entscheiden, ob ihr als Mann oder Frau spielen wollt. Diese Wahl ist nicht ganz unwichtig, weil die Spielwelt durchaus darauf Bezug nimmt, wenn ihr als Frau römische Soldaten herumkommandiert. Domina. Im Verlauf der Handlung entspinnt sich dann eine Rachegeschichte rund um den Verfall der Republik. Die Story braucht allerdings etwas, bis sie in die Gänge kommt. Auch die Begleiter bleiben bis zur Spielmitte eher blass. Viele der Dialoge sind durchaus okay, längst aber auch keine literarischen Meisterwerke. Generell ist Expedition Rome aber eines der wenigen Spiele, das eher besser statt schlechter wird, umso länger man es spielt. Die ganze Erzählung wird interessanter, wenn sich alles mehr um das Schicksal der Republik dreht. So richtige Story-Brillanz legt das Spiel aber trotzdem eher selten an den Tag. Viele Wendungen bleiben erwartbar und die Dialoge durchweg etwas steif. Glänzen kann das Spiel dafür aber dank der vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Die haben nämlich teilweise spürbare oder sichtbare Auswirkungen. So treffen wir im Verlauf des ersten Akts beispielsweise einen feindlichen General wieder, den wir zuerst verschont und später bei diplomatischen Verhandlungen gegen einen Manipel Kriegsgefangener eingetauscht hatten. Dass sich das Spiel an solche Kleinigkeiten erinnert, wertet die Dialoge ungemein auf. Alle Gespräche sind zudem vertont, zumindest von Seiten eurer Gesprächspartner. Eure eigene Figur bleibt leider stumm, was wie so oft ein bisschen an der Atmosphäre kratzt. Unsere Kundschafter haben offenbar versagt. Aber zurück auf die Insel Lesbos, auf die uns die Story am Anfang führt. Dort angekommen beginnt die ein- bis zweistündige Einführung. Ihr werdet an die Kämpfe und die Kampagnenkarte herangeführt. Zu der kommen wir gleich. Zuerst ein genauerer Blick auf die Kämpfe, die das Spiel über die durchaus ordentlich lange Spielzeit von über 40 Stunden tragen müssen und das die meiste Zeit über auch schaffen. Denn die Rundentaktikkämpfe von Expedition Rome sind nicht überkompliziert, aber trotzdem komplex genug, um dem Ganzen Tiefe zu verleihen, was wiederum für Abwechslung sorgt. Ein Aspekt dieser angenehmen Komplexität sind die vier Klassen. Es gibt den Princeps, der mit seiner schweren Rüstung und seinem Schild als Tank fungiert. Der Triarius ist ein Supporter, der mit seinem langen Speer aus der zweiten Reihe Rüstungen zerfetzt oder eigene Truppmitglieder heilen kann.
Die Charakterklasse Veles schwingt hingegen zwei Schwerter gleichzeitig und ist auf Schaden spezialisiert. Und der Sagittarius ist ein klassischer Bogenschütze, der aus großer Entfernung tödlichen Schaden verursacht. Alle Klassen haben wiederum drei Talentbäume, die eine genauere Ausrichtung ermöglichen. Beim Bogenschützen könnt ihr euch beispielsweise auf Entfernung, Schaden über Zeit oder Schlachtfeldkontrolle spezialisieren oder alles ein wenig mischen. Besondere Tiefe bekommt das Kampfsystem dazu noch durch Waffen sowie Rüstungen und Schilde. Waffen bringen eigene Fähigkeiten mit, so kann etwa ein Prinzeps neben seinem Schild einen Speer oder ein Schwert führen, die jeweils unterschiedliche Angriffsfähigkeiten bieten. Und selbst innerhalb einer Waffengattung gibt es noch Unterschiede. In diesem Clip hier seht ihr zudem neben der Lebensleiste der gerade ausgewählten Figur noch vier goldene Streifen. Diese stellen den Rüstungswert dar, während die blaue Leiste die Schildstärke anzeigt. Der Schild eines Prinzeps blockt Schaden in beliebiger Höhe, solange auch nur ein Punkt der Schildstärke übrig ist. Er regeneriert außerdem nach jeder Runde ein bisschen Schildstärke. Ein Gegner mit Schild sollte daher immer von mehreren Kämpfern pro Runde angegriffen werden, um effektiv Lebensschaden zu verursachen. Schilde verhindern außerdem jeden direkten Schaden durch Pfeile. Der Rüstungswert wiederum hängt von der, Überraschung, getragenen Rüstung ab. Er vermindert entsprechend seines Wertes jeden eingehenden Schaden. Nur spezielle Angriffe der Triarius-Klasse können Rüstungen dauerhaft zerstören. Zusätzliche taktische Überlegungen entstehen durch Bewegungsreichweite, Fähigkeiten, Statuseffekte, Hindernisse sowie durch die Umgebung und besondere Effekte wie beispielsweise brennendes Öl. Und natürlich sorgt auch das Missionsdesign für Abwechslung. Mal müsst ihr aus einer brenzligen Situation fliehen, mal bestimmte Gegenstände vernichten oder ihr müsst euch aufgrund einer begrenzten Rundenzahl beeilen, an eine bestimmte Stelle zu gelangen oder eine Person auszuschalten. Aber obwohl das alles einigermaßen komplex klingt, solltet ihr als erfahrener Rundentaktiker die Schwierigkeit etwas nach oben stellen. Wir haben in unserem Test die Stufe Normal genommen, also die zweite von vier auswählbaren Stufen, doch das wurde uns insgesamt etwas zu leicht. Die Balance ist generell eine der Schwachstellen des Spiels. Einige Systeme haben kaum nennenswerten Einfluss auf das Gesamtgeschehen oder spielen sich fast von allein. Allen voran das vorhin kurz erwähnte Erkunden auf der Kampagnenkarte und die Legionsmechanik, die wir noch gar nicht genannt haben. In Expedition Rome erkundet ihr zwischen den Kampfmissionen nämlich die Weltkarte. Dabei sammelt ihr Ressourcen und Items ein und deckt neue Sektoren auf. Um in der Geschichte des ersten Akts voranzuschreiten, müsst ihr beispielsweise zunächst Kleinasien zurückerobern, das vom pontischen König Mithridates eingenommen wurde. In den folgenden zwei Akten wechselt der Schauplatz dann aber noch mehrmals. Wohin es abseits von Rom genau geht, verraten wir aber an dieser Stelle nicht. Diese Gebiete sind aber, wie gesagt, in Sektoren unterteilt, die ihr mit eurer Legion erobern müsst. Einsätze dieser Legionen, die in der Praxis aus einem Lager und ein paar Zahlenwerten besteht, sind in ein kleines Minispiel ausgelagert. Ihr bestimmt dabei den Centurio, der die Schlacht anführt, und dürft zwischendurch ein paar Kampftaktiken auswählen. Der Rest läuft aber von allein. Das ist an sich eine nette Idee, in der Praxis aber nicht besonders spannend umgesetzt, weil am Ende sowieso immer die schiere Masse entscheidet. Alle Aufgaben, die sich nicht für die brachiale Gewalt einer ganzen Legion eignen, erledigt ihr dann aber mit euren eigenen Charakteren. Dazu rekrutiert ihr in eurem Legionslager zunächst zu euren Storybegleitern auch noch generische Prätorianer. Die funktionieren spielmechanisch aber genau wie die einzigartigen Begleitercharaktere. Das Legionslager dürft ihr darüber hinaus wie eine Heimatbasis ausbauen. Die Rohstoffe dazu erobert die Legion auf der Kampagnenkarte. Mit der Zeit schaltet ihr dadurch zum Beispiel die Schmiede frei. Hier könnt ihr Gegenstände, Rüstungen und Waffen craften oder verbessern. Die Materialien und Baupläne findet ihr auf der Kampagnenkarte und nach den Kampfmissionen bei den Toten und in Kisten. Manchmal bekommt ihr zudem auch besonderen Loot, wenn ihr unterwegs die Augen offen haltet. Da können schon mal besonders mächtige Waffen im Gebüsch versteckt sein, wie etwa der Bogen des Odysseus, der eine ganz interessante und nützliche Spezialfähigkeit mitbringt.
Neben diesen zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten hat das Spiel auch noch ein paar echte Highlights im Petto. Zum Beispiel ist die Schlacht am Ende des ersten Kapitels durchaus episch in Szene gesetzt. Auf einmal müsst ihr eure Gruppe aufteilen, Gefangene befreien und mit neuen taktischen Umständen klarkommen, die bis dahin nie ein Thema waren. Auch ein Besuch im blitzblank polierten römischen Senat ist eindrucksvoll, besonders dann, wenn man sich ein wenig für Geschichte interessiert. Expedition Rome ist es generell recht wichtig, immer wieder Zitate und Informationen zu der Zeit, ihren Personen und gesellschaftlichen Umständen einzubauen. Und so ganz nebenbei ist das Spiel auch grafisch durchaus ansprechend. Die Lichtstimmungen verströmen Mittelmeerflair, die Umgebungen sind detailliert umgesetzt und auch die Animationen können sich sehen lassen. Alles in allem ist Expedition Rome also ein hübsches und sehr gutes Spiel, das allerdings hervorragend hätte sein können, wenn da nicht die kleinen Mängel bei der Dialogqualität und der Spielbalance wären. Nichtsdestotrotz ist das hier ein sehr empfehlenswerter Ausflug ins alte Rom, besonders da dieses Setting ja doch längst nicht so abgenutzt ist, wie man vielleicht meinen würde.